Ja, also dieses Jahr befinden wir uns im Krieg zwischen Dänemark und Schweden und die dänische Königin, die aber auch die schwedische Königin ist, versucht, die letzte Festung in Stockholm noch einzunehmen. Die seit 3 Jahren hält diese Festung aber jeglicher Belagerung stand und das ist das Inhalt des Stücks. Stammt ja eigentlich von Karat und ist hinlänglich natürlich im Osten Deutschlands bekannt, weil sie nicht wie ein anderes Lied von Karat, zum Beispiel über Siebenbrücken, nicht von Peter Maffay oder von einem anderen gecovert wurde. Allerdings hätte der Albatros das verdient, gecovert zu werden. Und wenn man so will, covern wir ihn jetzt, denn wir haben ja ein etwas neues Arrangement geschaffen für dieses Lied. Das ist zwar noch der Text und ist sozusagen ja, eine Adaption. Und der Komponist, oder der es nochmal neu arrangiert hat, heißt Rainer Oliak, der schon seit 18 Jahren, seitdem ich hier singe, die Musik macht für die Stolterberger Festspiele. Dann, als die erste Vorstellung war mit dem Albatros, die halbe, also eigentlich fast alle Karat-Leute hier, von Claudius Dreilich angefangen, Bernd Römer, und saßen im Publikum und haben sozusagen eine Abnahme gemacht und alle waren sehr glücklich.